Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video wird gesponsert von Fatih Çetin und der gute Mann hat mir diese Box hier geschenkt. Wer auch eine geschenkt bekommen möchte, einfach den guten Mann auf Instagram anschreiben, er gönnt auf seinen Nacken reingeschissen. Und das ist die Echo Fresh Box von dem Album Exodus, das vor 4 Jahren ungefähr auf den Markt kam. Also kann man diese Box nicht vergleichen mit den heutigen, weil hier sich ja vieles verändert und getan hat und so weiter. Und warum ich jetzt überhaupt geschenkt bekommen habe, ist, dass sie 16,99 Euro auf Amazon kostet. Die müssen anscheinend raus aus dem Lager. Und das ist ja wirklich ein Preis, 16,99 Euro für T-Shirt, DVD, Album etc., Poster. Ja, also wie gesagt, schöne Sache. Für den Preis kann man ja nichts falsch machen und ich zeige euch jetzt einfach mal in dem eigentlich von mit anderen bekannten Stil, wie das Ganze funktioniert. Wenn euch hier die Beleuchtung übrigens von mir gefällt, aber übrigens Butterfly verarme, dann könnt ihr euch das Review von diesem Lichtring, guckt mal in meine Augen, diese Kreise, geil, oder? Wow, ja, kommt sehr bald schon. So, jetzt geht es aber nur noch um diese Box hier. Ich bin ja nie ein Fan von Echo Fresh gewesen, aber das ist nicht schlimm mit so einer Musik. Das ist nie so mein Stil. Aber der Mann hat auf jeden Fall sehr Bedeutendes geleistet für die Rap-Welt und mir zum Beispiel einen meiner Lieblingsrapper geschenkt, Farid Bang. So, jetzt haben wir hier die Box. Das ist eine dünne Pappbox, die aber schön bedruckt ist. Da war Eck noch jung und frisch. Und ja, FSK 12 ist hier aufgedruckt. Haufenweise feine Dinge vis-à-vis die Leute von Rap.de und so weiter, Biggie Smalls, Tupac, Bushido. Drück auf Play präsentiert Echo Fresh Exodus. Ja, und hier eine Liste von den Inhalten und so weiter und so fort. Echo Fresh Twitter, komm, Echo Freezy. Adobe Kit hat hier damals schon sehr gute Arbeit geleistet übrigens. Feine Sache. So, jetzt gucken wir einfach mal hier rein. Also ich will das nicht aus dem Bild raushalten. Ungewohnt, sonst lege ich ja mal alles auf so einen Tisch. Aber vertraut mir, ich werde hier nichts rausnehmen. Ich will das nur ablegen, sonst ist das ein bisschen doof. So. Okay, das T-Shirt, das wirkt ja richtig geil auf den ersten Blick. Das ist ja ordentlicher Merch anscheinend. Das werde ich aber ganz zum Schluss anziehen. So, als nächstes haben wir ein Poster. Okay. Das ist unbedruckt auf der Rückseite. Auf der Vorderseite ist es nicht unbedruckt. Das ist sehr schön. Da haben wir das Cover. Und hier unten sitzt Echo in einem derzeit anscheinend entsprechenden Outfit. Mit Kopfhörern. Ach, das war auch damals, wo er seine eigenen Kopfhörer rausgebracht hat, hier glaube ich. Ja. Das war aber vor meiner Zeit in der Szene. Eine der ersten Deluxe-Boxen, die es gab. So, schön, schön. Angenehmes Poster, kann man sich aufhängen. Das bin übrigens ich. So, demnächst finden wir... das ist jetzt wieder sowas... Also die Box ist erstmal leer jetzt hier. Was es ja heutzutage gar nicht mehr gibt. Also so gut wie nicht. In den letzten Jahren, also 2016 gab es das viel, Anfang 2017 immer noch, aber jetzt sehe ich es kaum mehr. Dass man für diese Boxen halt solche Sonderedition macht, wo man das alles unterbringt, in dieser Größe vor allem. Wenn ich schon hier Haufen Kohle ausgebe für diese Fanboxen, dann wünscht man sich doch einfach sowas, oder? Hier sind 4 Platten drin. Das Ding sieht geil aus. Ist einfach was Besonderes. Hat nichts damit zu tun mit der CD, die man im Laden kauft, wo dann halt lieblos noch ein T-Shirt reingeschmissen ist. Nein, das ist was Besonderes. So. Cover kennen wir ja mittlerweile. Hinten 21 Tracks. 21 Lieder. Gibt es das heutzutage noch? Ja, aber ganz, ganz selten. CD2 Feature EP. Da haben wir 12 Tracks mit den Top Features Azad, Bushido, Crazy Bone, Farid Bang, Hüseyin Fatal, Nein, Cassidy, Shindy, SSIO, Cuban Link, Summer Jam, Ado Koyo, Lil Easy, Massiv, Frauenarzt, Motrip, Ferris MC, Pilat, Alias und viele mehr. Cool. Nicht mehr alle sind jetzt so top wie damals, aber nicht schlecht. CD3 ist die Instrumental-CD und DVD. Konzert, Videos plus Interviews mit Echo.
Die DVD hat eine Laufzeit von 83 Minuten. Ja, okay. Auf jeden Fall solide. Hier haben wir die ersten zwei CDs, normales Album und dann die Feature-EP. Dann haben wir hier die Instrumentals und hier die DVD, genau. Und in der Mitte ist hier so schön präsentiert nochmal so ein Booklet. Bilder von den ersten Alben. Dann hier Trackliste. Okay. Nächsten Alben. Ja, wartet mal. Das sind nur Parodien von anderen Rappern. Das ist hier von Recovery, zum Beispiel von Eminem. Stimmt, das ist hier von Dr. Dre. Das weiß ich gerade gar nicht. Oh, wem war denn das? Ja, okay, gut, jetzt habe ich es verstanden. Nun, schön gemacht, mit Herz und Liebe und auch sehr gut gestaltet. Und das hier, sowas ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Die Box, ich weiß nicht, was sie damals gekostet hat, ist nicht spannend. Nicht krass, keine Plastikzeug drin, keine China-Ware. Da sind nur drei Inhalte im Prinzip drin, aber trotzdem mehr Inhalt als in vielen, vielen anderen Boxen, die es jetzt gibt heutzutage. So. Alter, das ist ja ein Trikot. Alter. Übergeil. Also wir haben hier My Five heißt die Firma sozusagen. One Size. Fresh 83. Drück auf Play. Und dann noch ein paar Logos. Auf der Rückseite Fresh 83 Beats Icy Box. Also die Box hieß wahrscheinlich die Icy Box damals. Das ist ein Trikot mit richtigem so Stoff, wie wenn man so ein Fan-Trikot von einem Fußballverein kauft oder so. Sehr, sehr gute Verarbeitung. Das, sowas kostet ja auch richtig Geld, also wenn man sowas im Shop kauft, zum Beispiel die KMN Gang verkauft solche ähnlichen jetzt im Shop, die kosten ja glaube ich 40 Euro oder so. Heftig auf jeden Fall, was für eine Qualität damals in diesen Boxen gab. Zieh es mal direkt an. Das ist Oversize, also denke ich jetzt nicht mal stark. So, jetzt darf ich mich nicht aufs Messer setzen. So sieht das aus, also da kann man sich jetzt auf jeden Fall nicht beklagen. Top-Qualität, also Größe, passt mir auch. Ist halt so gedacht, dass es auch zu groß ist teilweise. Ja, also schon solide Sache, also wirklich geil. Und für den Preis von 16,99 Euro macht man vor allem heutzutage, jetzt in diesem Moment, solange es die Boxen auf Amazon gibt, absolut keinen Fehler. Ganz im Gegenteil, weil alleine das Kleidungsstück hier ist mehr wert. Im Prinzip, vor allem für die heutigen Verhältnisse, was die Qualität angeht, kriegt man für den Preis kein Merch mehr. Wenn ihr Echo-Fan seid, dann gönnt euch die Box, wenn ihr sie noch nicht habt. Alleine für das Ding hier, das ist klar. Sonst, hoffen wir mal, dass mit diesem Video das Lager etwas leerer wird von diesen Restbeständen hier. Und wirklich für 16,99 €, da kann man nichts falsch machen. Und ja, es war für mich auf jeden Fall mal wieder ein Erlebnis, in diese alte Welt der Hip-Hop-Rap-Deluxe-Boxen einzutauchen und mal zu sehen, was vor 4 Jahren so hier der Standard war. Da war ja Echo auch einer der ganz Großen. Danke fürs Anschauen dieses Videos und danke nochmal an Fatih für die Box. Ciao.